Cooking? Yes. Dishes? Yo. Hey, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach, selber und lecker Pizza herstellt. Los geht's! Für den Teig benötigen wir 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Wasser, einen halben Block Hefe, 2 Teelöffel Salz und eine Prise Zucker. Als erstes benötigen wir lauwarmes Wasser, um darin den Block Hefe aufzulösen. Die Hefe dafür in das Wasser bröseln und mit einem Löffel kräftig umrühren. Das Mehl mit dem Salz und dem Zucker vermischen. Dann die aufgelöste Hefe hinzugeben und zuerst mit einem Kochlöffel verrühren und dann mit den Händen verkneten, bis der Teig schön geschmeidig und nicht mehr zu feucht ist. Wenn ihr habt, einen kleinen Schuss Olivenöl hinzugeben, dadurch wird der Teig super geschmeidig. So ist richtig. Schön geschmeidig kneten. Das wird ein super Pizzateig. Der Teig ist perfekt, wenn er nicht mehr an den Fingern klebt. Hände waschen! Jetzt decken wir die Schale mit dem Teig mit einem Schiertuch ab und lassen den Teig eine Stunde lang gehen, bis wir ihn weiterverarbeiten können. Für die Pizzasauce benötigen wir Speck und Zwiebeln. Der Speck wird in feine Würfel geschnitten und in einer Pfanne ausgelassen. Dann wird die Zwiebel in feine Würfel geschnitten und mit hinzugegeben. Sobald beides glasig bzw. angebraten ist, werden frische Tomaten hinzugegeben und passierte Tomaten. Danach kommen noch frische Kräuter wie Thymian und Basilikum hinzu und dann wird das Ganze mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und Zucker abgewürzt. Alternativ können natürlich getrocknete Kräuter verwendet werden und wer keine Lust hat, eine Pizzasauce zu kochen, kann auch zu einem Fertigprodukt greifen. Als erstes kommt Mehl auf eine Arbeitsplatte und dann holen wir den Teig aus der Schale. Und noch einmal richtig schön durchkneten. Als nächstes wird der Teig in Stücke portioniert und zu Kugeln geformt. Wenn das etwas schwierig ist und der Teig klebt, immer ein wenig Mehl hinzugeben. Diese Kugeln jetzt schön mit Mehl einreiben und nochmal für circa 10 Minuten gehen lassen. Soweit so gut. Jetzt können wir den Teig mit einem Nudelholz oder mit Hilfe eines leeren Wasserglas und Mehl ausrollen und danach können wir ihn belegen. Nun schön satt unsere Pizzasauce auftragen. Aufpassen, dass ihr nicht zu viel nehmt, damit es für alle Pizzen reicht. Den Rand ein wenig freilassen, damit er gleich schön aufgehen kann. Dann mit Zwiebeln und Salami. Hast schon noch was drauf. Pilzen und geriebenen Käse belegen oder je nachdem wie ihr es möchtet und dann kann die Pizza gebacken werden. Backzeit ca. 15 bis 20 Minuten.